Wir gehen mit großen Schritten auf den vierten Advent und damit auf das Weihnachtsfest zu. Und wieder begleitet uns unsere Mutter Gottes mit den leeren Händen, dem staunenden Gesicht und den standfesten Füßen, die ihr Halt geben. Maria hat die leeren Hände, aber ich habe den Eindruck, ihr Herz ist voll. Vielleicht gerade deswegen, weil die Hände leer sind, kann sie im Herzen offen sein und empfänglich. Sie trägt Christus unter ihrem Herzen. Sie öffnet ihr Leben ihm ganz. Interessant ist, dass wir in wenigen Tagen an Weihnachten im Evangelium von ihr hören werden, dass sie alles, was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrt. Der adventliche, der weihnachtliche Mensch braucht ein offenes Herz und ein Herz, in dem für Gott Platz ist. Also ein weites Herz. Maria hat das, sicher auch Josef, der das Herz sozusagen Schritt für Schritt weiten musste, damit er sich auf die Pläne Gottes einlässt. Und wir brauchen das. Ein Herz, das immer weiter wird, das sein Maß nimmt an dem Herzen Jesu, der an Weihnachten einer von uns wird. Ich wünsche Ihnen ein derart weites, ein offenes und ein mit Gott gefülltes Herz. Und verbleibe herzlichst, Ihr Erzbischof Stephan.